Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Und viele der alten Community-Member haben sich mal wieder ein Einkaufsvideo gewünscht. Und da bin ich mal kurzerhand mal in die U-Bahn gestiegen und habe eine miese Einkaufstour gemacht. Bei MacPaper, ja, bei Kropp, ja, bei Kaufland, bei Woolworth, bei Rossmann und bei Mediamarkt. Also überkrass, ja, wie ihr sehen könnt. Und jetzt werde ich mal meinen Einkauf, meinen heutigen Einkauf für euch präsentieren, Freunde. Ne? Und wir gehen Stück für Stück alles durch. Ne? Bei Woolworth habe ich einen miesen Supercars-Krankenwagen gekauft. Ne? Mit Tatütata. So LED-Leuchten, die machen Tütata, überkrass, aber mein Sohn spielt gerade damit. Dann, Freunde, ne, bei MacPaper, ne, ich bin ja ein begnadeter Zeichner, Freunde, habe ich einen sehr miesen, krassen Bleistift geholt von Faber-Castell, ne, der ist überkrass dick, ne, und nice, also werde ich heute auf jeden Fall mal testen, ne. Dazu einen sehr krassen Radiergummi von Pelikan, wie ihr hier sehen könnt, meine Freunde. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist natürlich der Anspitzer. Ne? Das war mein Einkauf bei MacPaper. Dann bei Rossmann für die Beinrasur. Ne? Schöne Gillette Beinrasur-Rasierer. Ne? Dann, Freunde, bei Mediamarkt für meinen Philips-Rasierer, ne? Eine schöne, scharfe Klinge. Ne? One Blade. Schneidet nur Haare, nicht die Haut, steht hier. Mal schauen. Ne? Denn mein letzter ist irgendwo verloren gegangen. Ne? Da habe ich draußen einem Kumpel die Haare rasiert und der ist da abhanden gekommen. Deswegen musste ich einen neuen kaufen, One Blade von Philips. Ne? Und zwei krasse Matchbox-Autos. Einmal den Cadillac, ne? Sehr krasse Kiste, und einmal einen Camaro 67er Baujahr. Ne? Ist auf jeden Fall überkrass, der Camaro. Ne? So, das war hierzu. Jetzt kommen wir zu dem Kropp-Einkauf, Freunde. Ne? Kropp macht ja überkrasse Fischprodukte. Und da haben wir einmal die Jalapenos, ne? Die Garnelen in Jalapeno-Soße. Sehr, sehr lecker und krass. Dann der grüne Kartoffelsalat, ne? Der verleiht dem Onkel auf jeden Fall sehr, sehr krasse Power, Freunde. Ne? Der ist sehr, sehr, sehr lecker. Ne? Also für mich leckerer als der weiße. Und dann der Nudelschinkensalat. Ne? Sehr, sehr nice. Ist auch sehr gut abgestimmt mit sehr guten Zutaten, Freunde. Dann Kaufland. Erstmal hier, ne? Ein paar Unterhosen für meinen Gangster. Für mein Leonidas Junior ein paar Pampers. Ne? Dann Getränke. Wildberry Tonic ist wirklich sehr, sehr krass. Wenn eiskalt ist, schmeckt nice. Kann man nichts anderes dazu sagen, meine lieben Sportsfreunde. Dann sind wir bei dem guten Jill Café Gourmet. Ne? Also, ich bin eigentlich kein Kaffeetrinker. Habe ich eigentlich nur geholt für die, die gerne den Onkel besuchen und sich mal einen Kaffee gönnen möchten. Ne? Dann Essig-Essenz. Ne? Essig-Essenz kann man für vielerlei, also so kann man so für Galat und so für polnisches Essen benutzen. Und so, ne, in diesem Sinne. Dann Häagen-Dazs Vanille Karamell Brownie. Ne? Sehr, sehr nice. Ne? Sehr, sehr nice, sehr, sehr lecker, ne? Kann man sich mal gönnen, ne? Ist eigentlich schon ein ziemlich deftiger Preis, aber kann man sich mal gönnen, sag ich mal, ab und zu, ne? Ab und zu kann man es sich gönnen. Und dann, Freunde, einmal will ich probieren und will noch ein extra Unboxing drehen zu Bundaberg Blutorange Brew. Habe ich heute entdeckt, ne? Sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt, Freunde. Ne?
dann ein Fiji Water, ne? Ja. Hab gehört, soll eins der krassesten Wasser sein, ne? Aber wie man das Wasser unterscheidet, ob es krass oder nicht krass ist, ja, schwer zu sagen, dachte ich mir so, komm. Probieren wir einmal das Fidschi-Wasser. Fidschi-Wasser, ja, das soll in Fidschi abgefüllt sein. Also ich bin da nicht so vertrauenswürdig zu sagen, die füllen das so weit ab und dann holen sie das mit dem Flieger hier nach Neukölln, ne? Aber jetzt interessiert mich mal der Preis für das Fidschi-Water, meine lieben Freunde. Da muss ich mal ganz kurz schauen, wie teuer ist denn das Fidschi Wildberry, mir fand. Also wer mir hier das Fidschi 1,79, also okay, ist eigentlich so, ja, 1,79, halber Liter, okay. Und dann natürlich für das Abendbrot, Freunde, ne? Seelachsfilet mit Kräuter-Knoblauch-Soße, Freunde, ne? Gucken wir mal ganz kurz mal rein in das gute Stückchen, ne? Präsentieren wir mal ganz kurz, weil ich stehe auf Fisch, ne? Fisch Omega-3, ne? Sehr, sehr gesund, ne? Das verleiht dem Onkel natürlich Power, ne? Wie ihr hier sehen könnt, ne? Natürlich schön in Kräuter-Knoblauch-Soße. Das wird ein sehr, sehr leckeres, eine sehr leckere Abendmahlzeit, Freunde. Also, das war wieder für meine alte Community, die sich so ein schönes, nettes Video vom Einkauf, vom Onkels Einkauf gewünscht haben. Ne? Viele wünschen sich dann am Ende nochmal, dass ich sage, wie viel das alles noch gekostet hat. Alles zusammen habe ich Pi mal Daumen gerechnet, um die 100 Euronen. Ne? Aber ist ja eine ganze Menge schöne Sachen da. Man kann zeichnen, man kann Matchbox-Autos spielen, man kann sich eine neue Pampers gönnen, ein bisschen Lachs mit grünem Kartoffelsalat und dazu ein Fidschi-Wasser und ein Bundaberg. Dieses Getränk werde ich nochmal mit einem Unboxing, mit Geschmacks-Unboxing machen, ne, damit wir dann auch wissen, was ist da drin, wie schmeckt das australische Family-Owned Getränk, ne? Und das testen wir dann mal. Und dann würde ich mir mal sagen, Dankeschön für jeden Daumen hoch, Dankeschön an alle, die sich seit langem mal wieder ein Einkaufsvideo des Onkels gewünscht haben. Und ich sage, aus der berühmtesten Küche der Welt, mein Name ist Maverick Berlin, ihr wart auf Maverick TV. Peace out und ratatatata macht die Geldzählmaschine. PS, schreibt mir unten in die Videokommentare, welches Video, einfach ein Videowunsch, welchen Videowunsch habt ihr und welches Video wünscht ihr euch als nächstes? Und ich lese mir das mal durch. Und ja, bis die Champions League, Europa League und alles losgeht, ne, und dann wieder die Wochen sehr intensiv Fußballintensiv sein werden, Fußball gesteuert sein werden, ne, können wir ja die Zeit noch ein bisschen verbringen mit alten Formaten und mit vielleicht ganz, ganz neuen Formaten, die ihr euch für mich ausdenken tut. In diesem Sinne, peace out und ratatatata macht die Geldzählmaschine. Yeah.